Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo liebe Clubmitglieder, hallo liebe Gäste. Willkommen zum Market Roundup. Mittlerweile KW 15. Es ist einiges Spannendes passiert, obwohl wir nicht so viele Earnings hatten. Wir blicken gleich mal auf die Kurse und wir haben auch die Zeit, dass die Earnings Season wieder so langsam anfängt. Am Anfang wie immer mit Airlines, mit Banken und da werden wir ja am Ende dieses Market Roundups mal drauf blicken und auch im Verlauf der Woche. Vorher aber ja mit dem Blick auf die letzte Woche, was ist passiert und wie immer mit einem Start mit dem Blick auf den DAX. Dieses Mal hier im Wochenchart jetzt mal zu sehen und wir sehen ganz gut, wir verlieren zumindest etwas an Momentum. Man sieht es hier oben ganz gut, wir sind an dieser 18.500er Punktelinie ungefähr abgeprallt, sind ja da mit so einem relativ signifikanten Widerstand, der sich da aktuell ausbildet. Der RSI ist so leicht überkauft, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, kommt zum einen natürlich aus den Tumulten in den USA und die Zinspolitik dort aktuell. Andererseits aber auch so ein bisschen aus dem natürlich, dass wir so schon so stark gelaufen sind. Ich habe das hier mal mit diesen zwei doch spitzer werdenden Aufwärtstrends jetzt hier sogar im Wochenchart eingezeichnet. Wir hatten zwar zwischendurch auch schon hier einmal eine Konsolidierungsphase und es ist durchaus auch möglich, dass das natürlich hier auch wieder weitergeht. Allerdings brauchen wir gerade quasi aktuell neue Impulse, entweder man sieht es hier so ein bisschen durch Zinsentscheide oder eventuell auch durch die Quartalszahlen, die aufkommen. Beides gibt es aktuell nicht, deswegen ja so eine leichte Ruhe, die sich da aktuell einprägt. Diese Woche, wie gesagt, auch mit Zinsentscheid EZB kommen wir gleich nochmal zu. Und zwar in der Form, dass wir eigentlich auch in der 10-Jahres-Staatsanleihe nicht so richtig viel Momentum sehen. Und zwar sieht man es hier ganz gut. Ich habe mal das Dreieck, was wir hier ja schon mal ganz gut gesehen haben, mal erweitert. Wir haben ja hier so ein bisschen gezeigt, okay, ein Impuls musste eigentlich aus dieser Schräglage hier rauskommen. Wir sind dann so ein Stück nach unten gelaufen, auch hier unten angekommen bei dieser 2,25er Renditelinie ungefähr. Und jetzt dann ein ganzes Stück hier weit hochgelaufen und ja, befinden uns aber seitdem in dieser Seitwärtsphase. Und wenn man dieses Dreieck jetzt mal so ein bisschen weiter skizziert, dann sieht man auch, dass gegebenenfalls trotzdem sich auch so eine Zuspitzung andeutet und wir gegebenenfalls bei einem Impuls auch hier einen Ausbruch sehen. Das sieht man hier in Rot. Ja, das sind die Zinsentscheide, die quasi anstehen. Wir haben, wie gesagt, einmal, das ist jetzt hier der Tageschart, in zwei Tagen am Donnerstag den EZB-Zinsentscheid, dann den Juni-Zinsentscheid. Warum ist der Juni so wichtig? Naja, da geht es darum, dass hier die erste Zinssenkung dann auch wirklich stattfinden soll. Das ist aktuell eingepreist und wird auch weiterhin erwartet. Allerdings waren die Inflationsdaten zuletzt etwas durchwachsen, teilweise positiv, teilweise etwas negativer. Und das in Kombination so mit dem, ja, was wir aus den USA gehört haben, ist man so leicht skeptischer geworden. Ich würde sagen, man ist immer noch konkret und die Zinssenkung wird immer noch erwartet. Allerdings ja, tut sich hier so ein bisschen was auf. Ich habe mal hier so ein schönes Bild von Berenberg mitgebracht. Und da sieht man, so wie die Gesamtinflation sich entwickelt hat in verschiedenen Ländern seit 2014. Man sieht so ein bisschen, wo das Bild grün oder zumindest blau war. Also alles, was so ein bisschen in der mittleren oder leichten erhöhten Inflation zu sehen, ist es in diesem Bereich. Ja, und dann haben wir natürlich in der letzten Zeit hier, zumindest in den westlichen Industrienationen, ab 2021 diese deutlich erhöhten Inflationen gesehen. Und die bilden sich jetzt hier aktuell nicht mehr so weiter ab. Wir sind wieder deutlich zurückgekommen. Allerdings sieht man hier die Veränderung vom März zum Februar. Und wir sehen halt bei einigen eine Verbesserung. Ich sage jetzt mal Eurozone, Deutschland. Hier sieht man ein deutliches Abflachen der Inflation. Auch Frankreich ist ein Kandidat. Allerdings Niederlande, Spanien, dort leicht erhöhte Inflation. Und das deutet zumindest darauf hin, dass ein Gesamtbild jetzt noch nicht super stimmig zu sehen ist. Wie gesagt, in vielen Industrienationen in der Eurozone dann auch wirklich positives Momentum. Man sieht es ja auch in der Summe, allerdings gesamt gesehen in den einzelnen Ländern dann doch noch ein bisschen Unentschlossenheit. Das ist jetzt nicht unüblich, aber es zeigt natürlich so ein bisschen, ja, dass das Momentum für eine Zinssenkung so leicht abflachend ist und das auch in Kombination, und da kommen wir gleich nochmal zu, ja, mit den Veränderungen in, ja, im Ölpreis zum Beispiel, mit der Preiszunahme im Ölpreis, dann nimmt das so ein bisschen das Momentum aktuell aus einem deutlich schnelleren Inflationsrückgang und dementsprechend natürlich auch immer mit dem Fokus auf die EZB-Zahlen. Bevor wir uns gleich das angucken, nochmal ein Blick in die USA, S&P 500, denn hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.
Wie gesagt, es gab das FED-Kommentar vom Präsidenten aus Minneapolis, der FED. Der hat gesagt, dass er noch etwas daran zweifelt, ob es dieses Jahr überhaupt Zinssenkungen gibt. Wir erinnern uns daran, eigentlich wurde sehr, sehr deutlich mit einer Zinssenkung im Juni gerechnet, teilweise sogar schon im früheren Stadien. Das ist fast verworfen, würde ich sagen, zumindest in vielerlei Hinsicht. Jetzt ist der Fokus auf dem Juni und ja, das hat den Markt natürlich so ein bisschen erschrocken. Generell so diese Kommentare, die es in der letzten Zeit so von der FED gegeben hat. Wir sehen es hier, wir sind aus diesem deutlichen Aufwärtskanal jetzt mal rausgelaufen, der sich eigentlich seit November intakt gehalten hat, in eine leichte Seitwärtskonsolidierungsphase. Auch da natürlich immer mit einer Phase, die sich aktuell noch ausprägen muss. Aber es spielt sich halt gerade so ein Momentum ab. Ein bisschen Zweifel an Zinssenkungen. Wir haben eine sehr positive Konjunktur noch gesehen. Positive Konjunkturdaten, positive Arbeitsmarktdaten. Ich zeige euch das mal kurz in diesem Bild. Also wir sehen, dass die US-Arbeitsmarktdaten wirklich weiterhin in einem sehr robusten Zustand sich befinden. Wir hatten diesen Knick hier, den wir in Corona gesehen haben. Und trotzdem sieht man, dass die Arbeitslosigkeit überhaupt nicht abnimmt, trotz einer rezessiven Phase, sondern das Private Employment, also das Anstellungsverhältnis quasi weiterhin zunimmt, der Zahl der Beschäftigten. Die Arbeitslosenquoten sind nicht hoch und auch die neu geschaffenen Jobs sind immer wieder eigentlich positiv, auch wenn wir zwischendurch natürlich mal so einen leichten Knacks gesehen haben, ist das große und ganze Bild hier weiterhin robust. Ähnliches gilt, wie gesagt, auch für zum Beispiel die Industrieproduktion. Die sieht man hier in dem Vergleich vom Institute for Supply Management. Also hier sieht man so ein bisschen, ja, wie so die Stimmung in dem produzierenden Gewerbe auch ist. Und hier sehen wir, dass wir im März zum ersten Mal über diese 50-Punkte-Marke wieder gekommen sind. 50-Punkte-Marke ist dann wieder so ein gutes Momentum, was eigentlich zeigt, gerade ist die Stimmung wieder leicht positiver als negativ. Also viele Indikatoren, die so ein bisschen eigentlich dafür sprechen, ja, dass die Konjunktur weiterhin Bestand hält, trotz einem relativ hohen Zinsniveau. Und dementsprechend natürlich auch der Druck auf schnelle Zinssenkungen etwas abnimmt. Wäre so ein bisschen skeptischer im Markt geworden sind. Das gilt allerdings nicht für so die generelle Einschätzung hier mal dargestellt im Put-Call-Skew. Also hier sieht man einmal so ein bisschen, wie ja eigentlich das Verhältnis oder der Preis von Puts im Vergleich zum Calls ist. Hier geht es um den Optionsmarkt. Klingt kompliziert, im Kern sagt es eigentlich nur aus, ja, wie euphorisch sind die Marktteilnehmer und umso tiefer quasi hier dieser Skew zu sehen ist, umso euphorischer sind grundsätzlich und optimistischer sind so die Marktteilnehmer. Ist natürlich nur ein Indikator. Wir sehen aber, wir sind hier auf ziemlichen Tiefpunkten gelangt. In Grau sieht man hier den Euro Stocks dort auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, aber auch der S&P 500 sehr, sehr tief im Verhältnis. Wir sehen es hier oben, das sind so die Jahresdurchschnitte, die 10-Jahres-Durchschnitte, die weiter deutlich drüber liegen. Wir sind jetzt noch nicht auf Tiefständen, wobei wir die so langsam anpeilen. Grundsätzlich ist man ein bisschen euphorischer hier zumindest immer in diesem Verhältnis Euro-Stocks zu S&P 500. Wir sehen aber halt ganz gut, dass die grundsätzliche Marktstimmung immer positiver wird und dass all diese Kombinationen so ein bisschen zumindest dafür stehen, dass wir in so einer leichten Phase der etwas größeren Instabilität geraten. Und das sieht man auch, wenn man so ein bisschen die Volatilitäten, die impliziten Volatilitäten sich ganz generell anguckt, die steigen aktuell leicht wieder an, weil doch ein bisschen mehr Unsicherheit dann wieder am Markt herrscht. Wie drückt sich das in der 10-jährigen US-Treasury aus, also dem Pendant der 10-jährigen Staatsanleihe bei uns? Wir sehen hier ganz deutlich, dass die Kommentare dazu geführt haben, dass wir nach oben ausgebrochen sind aus diesem Dreieck, was wir hier gesehen haben. Also auch hier hat sich etwas angebahnt. Das Kommentar kam dann vielleicht fast etwas verfrüht. Wir sind deutlich nach oben gelaufen auf 4,4% so im Schnitt, teilweise sogar ein bisschen drüber. Der nächste Widerstand sieht man hier so bei 4,5% relativ deutlich. Das heißt, wir sehen aktuell, dass das Segment sich etwas eher nach oben verschieft. Die Zinssenkung im Juni wird auch nur noch zu 55% eingepreist. Vor einer Woche waren wir noch hier knapp bei 70% und das zeigt auch das größere Bild. Hier, wie gesagt, auf der linken Seite einmal so die erwarteten Zinssenkungen der FED abgebildet. Und wir sehen, ja, vor 4 Wochen hat man hier noch ein deutlich schnelleres Momentum der Zinssenkungen erwartet. Und das
es hat sich aktuell deutlich nach oben verschoben. Also jetzt das aktuelle Momentum geht von deutlich weniger Zinssenkungen in diesem Jahr aus bis zum Januar 2025 hier mit minus 3 quasi. Und damit sieht man halt auch, dass ja vielleicht doch nicht so dieser schnelle Umschwung kommt. Der Aktienmarkt, der reagiert nicht negativ darauf, sondern eher gerade resilient. Also wie gesagt, diese Stagnation, die wir gesehen haben. Bei der EZB ist das ganze Bild weiterhin noch eher intakt. Vielleicht erfahren wir auch mehr in den nächsten ein, zwei Tagen. Auch das somit ein Grund, warum wir gerade in einer eher etwas verhalteneren Marktphase uns befinden. Bank of England hat sich nicht so viel getan. Hier entwickelt sich das Inflationsbild ja eher etwas positiver und dementsprechend ist man hier mit den Erwartungen sogar leicht weiter nach unten sind die Erwartungen leicht weiter nach unten gesunken. Wir gehen kurz mit einem Blick noch auf Asien, in dem Fall kurz auf den Hang Seng, und hier muss man sagen, es gibt nicht so wirklich viel Neues. Wir hatten dieses Abwärtstrend, wir sehen seit dieser etwas längeren Zeit jetzt hier im Wochenchart so ein bisschen wieder dieses Aufwärtsmomentum, allerdings hat es hier schon sehr an Impulsivität verloren. Es gibt eigentlich gerade nicht so wirklich viele neue Impulse im Markt. Mal gucken, was so die nächsten Wochen und Zahlen dazu auch wieder bringen. Auch hier im asiatischen Raum aktuell nicht so wirklich viel los beim Hang Seng. Und beim Nikkei muss man sagen, ebenfalls nicht so viel. Der Yen ist weiterhin unter Druck. Die Zentralbanken verpflichten sich hier eigentlich weiterhin so ein bisschen die Spekulanten auch fernzuhalten und das Ganze in einem relativ guten Momentum zu halten. Wenn die Zinssenkungen in den USA nicht kommen, dann steht natürlich auch so ein bisschen die Zentralbank in Japan wieder unter Druck, weil man eigentlich damit rechnet, dass der Yen-Kurs sich ein bisschen wieder stabilisiert, wenn in den USA auch die Zinsen fallen. Sollte das nicht der Fall sein, dann muss man hier gegebenenfalls nochmal einen Zinsschritt machen. Soweit sind wir aber noch nicht. Es wird auch noch nicht darüber gesprochen, aber wir sehen halt auch hier, dass der Aktienmarkt so ein bisschen hier an Schwung gerade verliert. Wir so um die 40.000 Punkte weiterhin uns bewegen in so einer relativen Seitwärtsphase, wie wir sie vom Nikkei ja auch ganz gut kennen. Also das weiterhin in Asien zu sehen. Wie ist es im Rahmen des Ölpreises, und ich habe es am Anfang angekündigt, der ist auch ein Grund, warum wir so ein bisschen dieses schnelle Momentum verlieren, was wir am Anfang gesehen haben, dass die Inflation in großen Schritten deutlich zurückkommt. Da hat die Öl und generell der Ölpreis ja dafür gesorgt, dass wir ja eher in diesen Segmenten zumindest eine Deflation gesehen haben und somit das Gesamtbild sich auch in der Inflation verbessert hat. Jetzt sehen wir hier wieder einen deutlichen Aufschwung in diesem seit Jahresbeginn sind wir ungefähr 20% hier jetzt im Ölpreis im Plus und es zeichnet sich eigentlich auch gerade nicht ab, dass sich hier eine Änderung auftut. Wir haben Konflikte, Nahostkonflikte, die natürlich dazu beitragen und wir haben auch eine weiterhin Reduktion der Fördermengen jetzt bis Juni, die zuletzt wieder bestätigt wurden. Und dementsprechend sehen wir halt hier diesen positiven Aufschwung. Wir sehen, dass der RSI leicht überkauft ist und dass sich eigentlich der Ölpreis eher in höheren Ebenen wieder stabilisiert. Und das führt natürlich, wie gesagt, zu einem zusätzlichen Druck auf die Inflation. Bei Gold sieht es ähnlich aus. Da haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen. Der Goldpreis entwickelt sich tatsächlich ähnlich in der Richtung, wie man es auch so ein bisschen oder wie wir es hier zumindest so antizipiert hatten. Wir haben jetzt hier wieder ein neues Allzeithoch bei 2.350 Dollar ungefähr erreicht. Der SI ist mittlerweile aber auch deutlich überkauft. Also auch hier nimmt das Momentum in der letzten Zeit sogar wieder zu. Bleibt spannend zu sehen, auch vielleicht mit dem, was sich so im generellen Zinsbild jetzt tut. Gehen wir über zu den News der Woche. Was war hier so los? Wie gesagt, wenig Quartalszahlen, aber doch einiges im Markt. Und wir sind direkt dort, wo wir gerade eben aufgehört haben. Und zwar sind jetzt die ersten Aktien, die nachziehen mit dem steigenden Goldpreis. Auch da haben wir, glaube ich, Anfang Februar zugesprochen. In dem Fall sind es jetzt die ersten kanadischen Unternehmen in der Edelmetallgewinnung, First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, die das positive Momentum vom Gold- und Silberpreis gerade mitnehmen und somit auch Gewinne oder höhere Gewinne erzielen wollen oder können. Die Aktien sind also hier deutlich angezogen. Was war los bei Delivery Hero? Hier muss man sagen, gibt es den ersten aktivistischen Investor, der an Bord ist, der auch vielleicht eine Veränderung beim CEO wünscht, der Veränderung in der Strategie sich wünscht und der jetzt generell operativ das Ganze etwas umkrempeln möchte. Die Aktie, wie gesagt, dadurch positiv reagiert, knapp 90% im Plus und hier zeichnet sich eigentlich eine ganz schöne V-Formation ab.
die man hier so gesehen hat, so eine leichte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, kann man auch sagen, wir haben hier so ein relativ gutes Momentum gehabt, hier diesen positiven Zweig auch nach oben und jetzt ist tendenziell Potenzial da bis so 37,50 ungefähr zu sehen, wo der nächste Widerstand gerade hängt. RSI ja auch schon leicht überkauft, muss man aber an der Stelle sagen. Grundsätzlich aber die Aktie eher mit positivem Aufwind. Mal gucken, was so die Sommerzeit und in dem Liefergeschäft halt generell bringt. Das ist generell eigentlich eher eine Zeit, ja, in denen das Geschäft nicht so boomt. Aber hier muss man sagen, überwiegen aktuell so ein bisschen die strategischen Herausforderungen des Unternehmens und auch jetzt die Diskussion rund um Änderungen vielleicht auch im Bereich des Managements. Wir gehen zurück zu unseren Aktien-News und weiterhin zu Spotify und dort wurden jetzt erneut die Preise angehoben, zumindest in einigen Teilen der Länder plant man zumindest die Preise anzuheben. Es geht so ein bisschen über, dass man ja das Abo auch spalten will, zum einen in Musikstreaming, zum anderen in Hörbücher und Podcast. Das ist ja die Zukunft des Geschäfts. Wen das interessiert, wir haben letztes Jahr darüber mal relativ intensiv gesprochen und das ist tatsächlich auch das, was man jetzt im neuen Abo-Modell quasi aufsetzen möchte. Es gibt ein Basismodell ohne Podcasts, ein Premium-Modell quasi mit Podcasts und so auch ist auch die neue Preisstruktur gegeben. Die Aktie hat sehr positiv darauf reagiert. Ich gehe nochmal zurück zu unserer letzten Trading-Idee, die wir hatten am 13.02. Das war ungefähr diese, ja, Cup- und Handle-Formation, also diese Untertassenformation, die wir in der letzten Zeit hier öfter gesehen haben, mit diesem ungefähr 25%igen Kurspotenzial. Jetzt muss man sagen, hat sich die Aktien seither schon deutlich entwickelt. Ich habe das hier mal eingezeichnet, wir sind jetzt schon knapp 32% im Plus. Damit ist die Aktie auch jetzt relativ teuer schon gesehen, also auch nach diesem letzten Schub, den sie hier bekommen hat. Wir avisieren hier eher so die neuen Allzeithochs, also wer hier wirklich noch im Trade drin ist oder sich den Trade überhaupt etwas genauer angeguckt hat, der muss jetzt natürlich wissen, wie man diesen Trade auch weiter handeln muss. Wir sind aber, wie gesagt, nach jetzt einem sehr deutlich positiven Momentum mittlerweile schon auf sehr hohen Niveaus angelangt und die Aktie hat doch noch weiterhin ein paar Probleme, immerhin auch ein Profitabilitätsproblem so in der dauerhaften Zukunft gesehen, gucken wir uns gerne in den nächsten Wochen aber nochmal genauer an. Wir gehen wieder rüber zu unserem Ölteil und Eni und Shell waren so ein bisschen auch in den letzten ein, zwei Wochen ja immer wieder ein Thema, insbesondere halt im Rahmen jetzt des steigenden Ölpreises und das sind jetzt auch die ersten, die so ein bisschen davon profitieren, also immer wenn irgendwo die Preise steigen und man selber nicht so sehr involviert ist, dann profitieren die Aktien, in dem Falle, wie gesagt, Eni und Shell in dem Fall. Es gab zusätzlich auch ein Aktienrückkaufprogramm, also beide Aktien hier deutlich im Plus. Meta war diesmal in der regulatorischen Sicht so ein bisschen im Vordergrund, hat es geschafft, so ein bisschen die Datenschutzthematiken beizulegen. Die Aktie daraufhin auch hier im Plus, weil das war immer wieder ein Risiko, auch ein Risiko für Strafzahlungen oder für weitere Auflagen. Was war noch los? 3M, muss man sagen, hat es auch mal geschafft, diese Regulatorik oder diese Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Es gibt jetzt so einen milliardenschweren Vergleich. Das Ganze war ja schon etwas erwartet. Die Aktie seit längerer Zeit jetzt unter Druck. Und an der Stelle muss man sagen, ist es, glaube ich, gut zu sehen, dass diese Streitigkeiten endlich mal vorbei sind. Auf der anderen Seite sind Milliarden, die da aufkommen, natürlich auch eine ganze Menge. Und das führt im Kern, muss man sagen, dazu, ja, dass jetzt diese 15% Abfluss es gab. Ich zeige euch das einmal kurz an dieser Stelle. Hier die 3M-Aktie, wie gesagt, deutlich runterkommen. Allerdings im Vergleich der letzten Monate immer noch in einem leicht positiven Trend. Wenn man aber auf die Vergangenheit sieht, natürlich hier jetzt wieder in einem deutlichen Abschwung. Wir hatten mal die Höchstkurse bei so 150 Dollar ungefähr. Sind jetzt eine ganze Ecke zurückgekommen, sind mittlerweile auch bei rund 6,6% Dividendenrendite für die Aktie, also für Dividendenjäger, bestimmt interessant. Und dort freut man sich dann auch eher, wenn so ein bisschen Sicherheit zu sehen ist rund um das Thema Dividenden und rund auch um das Thema Earnings. Wie war es bei Stellantis? Dort kann man sagen, merkt man so langsam, dass die Rückfrage im Automarkt etwas zurückgeht. Auch die Aktie hatte eigentlich einen sehr positiven
Trend in den letzten Wochen. Allerdings geht es jetzt so ein bisschen wieder zurück. Wir wissen es generell in der Automobilmarkt aktuell in Europa sehr schwer tut, aber auch in den USA Tesla vor ähnlichen Problemen. Dort natürlich noch stärker im Elektrogeschäft. Und zuletzt hatten wir noch Levi Strauss, über die haben wir letzte Woche gesprochen, als quasi der einzige große Earnings-Teil der letzten Wochen. Das Modegeschäft war in den letzten Wochen ja relativ mit einer Achterbahn zu vergleichen. Aktien, die gut performt haben, Aktien, die schlecht performt haben. Levi Strauss war hier keine Ausnahme. Hier ist man 20% nach oben gelaufen. Ich mache auch hier nochmal kurz den Chart von der letzten Woche auf. Das konnte man hier ganz gut sehen am 2.4. Wir hatten auch hier diese Untertassenformation. Die Aktie war hier schon im Ausbruch, allerdings ein bisschen skeptisch dem gegenüber, was sich so in den letzten Wochen bei teilweise den großen Modeherstellern gezeigt hat. Die Earnings waren dann aber eigentlich positiv und man hat doch gesagt, dass man mit einem Momentum eigentlich gerade rechnen kann, insbesondere im Jeansmarkt. Zusätzlich gab es Songs von Beyoncé, die den Verkauf gerade wohl scheinbar auch etwas fördern. Die Aktie, wie gesagt, deutlich ausgebrochen. Man sieht es hier auf diese 22er-Linie dann wieder ein Stück zurückgekommen. Also bei Levi Strauss lief es auch ganz gut. Das waren die Earnings der letzten Woche. Was steht diese Woche an? Es geht wieder los, wie gesagt, mit Flugzeugen, mit Airlines und mit Banken. Man sieht so, JP Morgan, Wells Fargo, City, BlackRock machen am Freitag eigentlich so den richtigen Startschuss. Delta immer so sehr, sehr früh dabei. In diesem Fall auch am Mittwoch mit dabei. Und bei Delta zeigt sich, nach meiner Meinung, auch gerade ein ganz spannendes Bild. Zumindest auch hier sieht man so ein bisschen diese inverse Schulterkopf-Schulterformation. Ein bisschen verdreht und ein bisschen verschoben. Allerdings seit quasi Anfang des Jahres eigentlich mit einem positiven Trend auch ein bisschen daraus herzuleiten, dass wir aktuell generell einen positiven Trend auch im US oder im weltweiten Flugmarkt haben. Es gab zuletzt hier im Mai den letzten Report, bei dem man gesehen hat, dass wir quasi für den Mai ein neues Allzeithoch jetzt erreicht haben. Das war jetzt im letzten Jahr. Jetzt muss man gucken natürlich, wie es in diesem Jahr wird, aber grundsätzlich kann man eigentlich sehen, dass das Momentum zum Jahresbeginn immer wieder zunimmt. Wir hatten dann rund um die letzten Feiertage oftmals auch viel, viel Flugverkehr. Jetzt mal gucken, wie das letzte Quartal war. Zumindest sind die Analysten hier ganz positiv. Die letzten Earnings waren eigentlich alle über den Erwartungen. Dementsprechend auch die Aktie mit viel Momentum. Gegenwind, muss man sagen, an der Stelle natürlich über höhere Ölpreise, höhere Preise für Treibstoff. Delta hier ein bisschen im Vorteil, weil man eine eigene Raffinerie besitzt. Wer mehr zu Delta wissen will, auch hierzu haben wir mal eine Analyse gemacht. Ich habe hier mal so ungefähr eingezeichnet, wie so das Risiko-Ertragsprofil aktuell bei Delta zu sehen ist. Ich glaube, die Formation ist grundsätzlich ganz spannend. Ich bin gespannt, wie die nächsten Earnings werden. Was steht sonst noch so an Terminen diese Woche? Wie gesagt, wir haben die Sitzung der EZB am Donnerstag. Wir haben aber auch ein paar Inflationsdaten, die diese Woche herauskommen. Vielleicht auch ein bisschen was an Konjunkturdaten in China, die zu Momentum führen könnten. Und Uni Michigan Konsumerwartungen für den April auch immer wieder spannend für Akzente rund um die Stabilität der Wirtschaft. Wir werden diese Woche das Thema Banken nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Am Donnerstag erstmal die Deutsche Bank, die aktuell ja sehr, sehr stark im Aufwärtstrend ist, und am Nachmittag dann auch in der Investmentwerkstatt generell die US-Banken im Vergleich zu den europäischen Banken und so ein bisschen die Investmentmöglichkeiten ausschöpfen. Ich verabschiede mich an der Stelle und wir hören uns spätestens dann.